Ist 18:15 Uhr. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zur fünften Veranstaltung im Rahmen der Ringvorlesung Dürrenmatts Welten am Collegium Generale der Universität Bern. Und ich habe die große Freude, hier heute, wenn auch leider nur virtuell, Barbara Piatti willkommen zu heißen. Ganz herzlich willkommen aus Bern nach Basel, Frau Piatti. Barbara Piatti ist eine Kollegin, sie ist Literaturwissenschaftlerin und sie ist viel mehr als nur das. Sie ist insbesondere Literaturgeografin. Sie forschte in Berlin, Kiel, Prag, Stanford und Zürich und ist auch in ihren Arbeiten inhaltlich sehr vielseitig. Sie promovierte in Germanistik mit einer Arbeit über die Geografie der Literatur, Schauplätze, Handlungsräume, Raumfantasien. In dieser Studie spielt die Zentralschweiz eine besondere Rolle als eine Art Modellregion mit dem Vierwaldstätter See, die ganz besonders dicht als literarische Topografie hier erschlossen wird. Der Band ist reich illustriert, ein sehr, sehr schönes Buch mit verschiedenen Karten. Ich zeige Ihnen einmal eine, damit Sie einen Eindruck gewinnen, wie das aussieht. Wir werden nachher noch mehr sehen, aber schon das Buch hat physisch Karten. Hier zum Beispiel eine Tell-Topografie als gewissermaßen mythologische Heatmap. Also man sieht gleich, wo besonders viel los ist literarisch in der Zentralschweiz. Sie finden auch viele Arbeiten von Frau Piatti online, also etwa auf einer Seite mit dem Titel literaturatlas.eu. Es geht um einen europäischen literarischen Atlas mit diversen, zum Teil experimentellen Karten. Außerdem hat Frau Piatti unter anderem ein Buch publiziert mit dem Titel Von Casanova zu bis Churchill, berühmte Reisende auf ihrem Weg durch die Schweiz. Es handelt sich um eine illustrierte Anthologie mit Texten von 35 Autorinnen und Autoren, alles Ausländer, also Dürrenmatt kommt darin nicht vor. Es gibt außerdem zum Beispiel ein Sachbuch für Kinder mit dem Titel Feste und Bräuche in der Schweiz, relativ neu, zusammen mit der Illustratorin Yvonne Roggenmoser hergestellt. Frau Piatti kümmert sich außerdem neben ihren diversen eigenen Projekten um den grafischen Nachlass ihres Vaters, Celestino Piatti. Und sie ist, wenn wir nur einige neuere Themen, mit denen sie sich aktuell beschäftigt, gerade unterwegs mit so interessanten Gegenständen wie den Urner Gebirgstälern. Sie schreibt über vegane Prosa, über die Geografien der Einsamkeit oder sogar die Bedeutung der Waschküche. Also vielfältiger geht es kaum. Heute konzentrieren wir uns aber auf Dürrenmatt. Frau Piatti, ganz herzlich willkommen. Ich freue mich sehr auf Ihren Vortrag. Und hinterher haben wir wie immer die Gelegenheit, mit Ihnen zu diskutieren. Ja, vielen herzlichen Dank, Oliver Lubrich, für diese sehr freundliche Einführung, die Sie für mich gegeben haben. Danke auch an Sarah Bloch für die Einladung in diese Ringvorlesung. Wie Sie gehört haben, bei mir geht sehr vieles immer um Räume und Geografien. Und deshalb habe ich mich jetzt auch, eben eingeladen worden, bin ich bemüßigt gefühlt, über Dürrenmatt zu sprechen. Und den Raum weiß ich gar nicht so recht. Ich hatte ein bisschen Skrupel, ehrlich gesagt, bei der Anfrage, weil ich eigentlich, seit ich Studentin bin oder vielleicht sogar schon als Schülerin, leidenschaftliche Dürrenmatt-Leserin war. Dürrenmatt-Forscherin war ich eigentlich nie, habe auch nie was bisher publiziert zu Dürrenmatt. Nichtsdestotrotz hat mich das sehr gereizt, eben zu versuchen, jetzt meine Ansätze und meine Theorien, mein literaturwissenschaftliches Instrumentarium einmal auf Dürrenmatt anzuwenden. Sie müssen das aber bitte wirklich als Skizze, eben als Streifzüge, als einen ersten Versuch verstehen. Also so vollkommen druckreif ausgereift ist das jetzt noch nicht. Jetzt muss ich gleich mal gucken, wie ich da weiterkomme. So, genau. Das ist das eigentliche Titelbild, was ich für Sie mitgebracht habe. In Vorbereitung auf diesen Dürrenmatt-Vortrag bin ich auch tatsächlich dann mal in eine Dürrenmatt-Landschaft gereist an den Bielersee und habe auch in Liggerz übernachtet mit Blick auf die Petersinsel, die Sie hier so etwas verschwommen im Hintergrund sehen. Also hier eine erste Impression einer literaturgeografischen Exkursion in ein Dürrenmattland. Da werden wir gleich jetzt vertieft dazu kommen.
ein paar Ausgangspunkte und Überlegungen, vielleicht so wie eine Art Geländer, an dem wir uns jetzt entlanghangeln. Wie gesagt, das sind Eindrücke, Lektüre, Eindrücke, die ich jetzt in den letzten paar Wochen und Monaten gesammelt habe im Hinblick auf diesen Abend. Meiner Meinung nach verfügt Dürrenmatt über ein enormes räumliches Repertoire. Seine Werke enthalten einerseits akribische Lokalkoloritschilderungen, sie enthalten aber auch transformierte Räume, das werde ich Ihnen genau erklären, was ich damit meine, und sie führen natürlich bis zu kosmischen Dimensionen. Diese gleich vorweg muss ich außen vor lassen, weil uns das wirklich dann auch zeitlich vom Vortragsrahmen her viel zu weit führen würde. Mehr als einmal werden Dürrenmatts Schauplätze in der Fiktion von der Realität eingeholt. Das ist ein für mich sehr ungewöhnlicher, seltener Aspekt in der Literaturgeschichte, und auch, dass es gleich zweimal passiert. Das werden Sie am Ende meines Vortrags, werde ich Ihnen da ein paar Hinweise geben. Ich war natürlich zunehmend begeistert dann im Rahmen der Vorbereitung und hatte das Gefühl, es würde sich wirklich extrem lohnen, einen Dürrenmatt-Atlas, eben einen literarischen Atlas anzulegen. Gerade auch, das werden Sie dann sehen, in Verbindung zu anderen literarischen Schauplätzen in der Schweiz. Also die Literaturgeografie, wie ich sie betreibe, sieht sich immer auch quasi als verbindendes Glied, das einzelne literarische Epochen oder auch Autoren, Autorinnen untereinander in ein Gespräch kommen über diesen literaturgeografischen Zugriff. Die Spatial Studies, jetzt mal wirklich ganz grob gefasst, also alles, was mit räumlichen Theorien, mit räumlichen Lektüren von Literatur zu tun hat, da schien mir noch viel Potenzial für Dürrenmatt. Ich habe mir einige der aktuellen Analysen, Publikationen angesehen, auch die Relektüren, die jetzt zum Teil in den Zeitungen und in den Medien erschienen sind. Habe mich noch gewundert, aber das werden wir vielleicht in der Diskussion dann ansprechen, dass eigentlich räumlich, geografisch, topografisch gar nicht so viel dazu gesagt worden ist. Zu vielen, vielen anderen Themen schon, aber wenn ich das jetzt richtig eingeschätzt habe, dann ist da also wirklich noch viel Potenzial, vielleicht auch gerade eben für Relektüren in einem topografisch oder literaturgeografischen Sinn. Diesmal so meine Ausgangspunkte. Literaturgeografie und Literaturkartografie, da gebe ich Ihnen einen ganz kurzen Einblick, damit wir so ein bisschen wie das Rüstzeug haben, den Baukasten, die Instrumente, um dann eben einige Dürrenmatt-Texte wirklich streiflichtartig uns anzusehen. Eigentlich befasst sich die Literaturgeografie und Kartografie mit vermeintlich simplen Fragen. Die Antworten auf diese Fragen sind dann recht komplex und ziemlich herausfordernd. Aber im Grunde, im Kern geht es darum, wo spielt die Literatur, welche Schauplätze werden gewählt und weshalb gerade da und nicht anderswo. Das ist eigentlich der Kern der Literaturgeografie. Für die, die das jetzt zum ersten Mal hören und vielleicht spannend finde, was ich hoffe, kann man dazu sagen, dass das ein Forschungszweig, ein Ansatz ist, der gar nicht neu ist. Das ist also keine Erfindung des 21. Jahrhunderts und schon gar keine Erfindung von mir, sondern die geht zurück jetzt unterdessen fast auf eine 120-jährige Forschungsgeschichte. Eine der ersten Publikationen war William Sharp, Literary Geography von 1904. William Sharp hat sich mit den Romanen und Erzählungen von Walter Scott und deren Schauplätzen und Handlungsorten befasst und auch schon erste Karten erstellt. Vielleicht ist Ihnen der Name Franco Moretti schon begegnet. Das ist natürlich eine Ikone der Literaturgeografie. Ich würde sagen, mit ihm hat das Revival der Literaturgeografie begonnen, mit seinem Atlas des europäischen Romans, Atlas of the European Novel von 1998. Das war die Initialzündung eben für eine Literaturgeografie, wie wir sie heute betreiben. Hier sehen Sie einfach als Beispiel eine Verteilung in Europa von Gothic Novels, Schauplätze von Gothic Novels. Es ist dann so, dass, dass inzwischen, ich habe, wie Herr Lubrich erwähnt hat, meine Dissertation geschrieben über Schauplätze, Handlungsräume, Raumfantasien, die Geografie der Literatur, das war 2006. Das war damals ein Nischengebiet, vor allem in der Germanistik. Also um ganz ehrlich zu sein, ich wurde auch ab und zu etwas schräg angeguckt, was ich denn da treibe mit dieser Literaturgeografie. Das war irgendwie noch nicht so en vogue oder einfach noch kein Thema.
Inzwischen muss man sagen, dass in diesen letzten 15 Jahren sich wahnsinnig viel getan hat, im englischsprachigen Raum sowieso. Da war das immer sehr, also eine Methode, ein Zugang, der sehr beliebt war und eigentlich immer auch gepflegt worden ist. Deutschsprachiger Raum aus verschiedenen Gründen weniger. Aber inzwischen haben wir unglaublich viele Projekte weltweit. Wir haben eben digitale literarische Atlanten oder Ansätze dazu. Diese Methode Literaturgeografie und Kartografie ist in den Handbüchern angelangt. Es wird unterrichtet an den Universitäten. Es gibt Dissertationen dazu, Kolloquien und so weiter. Also es ist ein Diskurs, wie man so schön sagt, im Gang. Hier ein ganz aktuelles Beispiel, 2017 London. Das ist ein Beispiel für ein sogenanntes Distant Reading, also nicht ein Roman, sondern ganz, ganz viele. Hunderte von Romanen sind hier ausgewertet worden. Und die Kernaussage beispielsweise dieser Karte ist, London wächst. Das ist dieser graue Teil im Hintergrund, den Sie sehen, also die graue Fläche. Und in Blau die Schauplätze der Romane. Und die Aussage der Karte ist ganz spannend. Die heißt eigentlich, London wächst, aber die Romangeografie wächst nicht unbedingt mit. Also die konzentriert sich immer noch auf den Kern von London und weniger auf diese Outskirts, die Distrikte rundum, die Peripherie, die Agglo. Das ist über 200 Jahre, ist das quasi eine stabile Romangeografie im Zentrum von London. Die Literaturgeografie bezieht sich natürlich auf, ja, ich möchte jetzt nicht sagen philosophische Annahmen oder Ausgangspunkte, aber es gibt ein paar wichtige vielleicht Aspekte, die Sie kennen müssen, um zu verstehen, was wir eben treiben in der Literaturgeografie. Es geht uns eigentlich um die räumliche Welthaltigkeit von Fiktionen. Das ist gar nicht so selbstverständlich, weil ich mich auch noch erinnere als Studentin in den 90er Jahren, da war das jetzt überhaupt nicht opportun, irgendwie zum Beispiel Biografien von Autoren beizuziehen oder Autorinnen, zu gucken, wo sind die aufgewachsen, was gab es vielleicht für Inspirationsmomente und Orte, kann man das irgendwie in eine Beziehung zu den Werken setzen. Das war eine Zeit, wo das überhaupt nicht gefragt war, eher verpönt war. Quasi eine ja, das Wechselspiel von Realitäten und Fiktionen, das war etwas, was nicht zu dem Instrumentarium gehört hat. Das hat sich Gott sei Dank gewandelt in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Ich glaube, da werden wir vielleicht in der Diskussion dann drüber sprechen, das hängt hauptsächlich damit zusammen, dass wir auch einen etwas entspannteren Umgang haben mit diesen Methoden, also die Methodenvielfalt, dass viele Zugänge für einen Text oder ein Textkorpus möglich sind, darunter eben auch beispielsweise, dass man halt guckt, was hat der Autor oder die Autorin selber dazu geschrieben oder wie ist das eingebettet in die Biografie der Schreibenden, dass das eben nicht mehr verpönt ist, sondern dass man das durchaus nutzen kann, wie ja jetzt auch die aktuellen Dürrenmatt-Publikationen aufs Schönste zeigen zum Beispiel. Ja, die räumliche Welthaltigkeit der Fiktionen, das bringe ich Ihnen oder habe ich Ihnen mitgebracht, einfach ein paar Zitate, die das ein bisschen belegen. Malcolm Bradbury, selber ein Autor, ein Romanschreiber und ein Theoretiker, er sagt, jetzt paraphrasiert, übersetzt von mir, ein sehr großer Teil unserer Literatur hat quasi Wurzeln in einem Ort, ist verwurzelt an einem Ort, in einer Landschaft, in einer Region, in einem Städtchen, in einer Stadt, in einer Nation oder auf einem Kontinent. Also das kommt nicht von nichts, sondern das kommt eben von irgendwoher. Umberto Eco sagt eigentlich etwas Ähnliches, ein bisschen aus einer anderen Warte. Er sagt, fiktionale Welten sind eigentlich immer parasitär in Bezug auf unsere reale Welt. Also auch das Zitat von Eco ginge weiter, indem er sagt, auch die verrücktesten Science-Fiction-Welten, die können eigentlich nur erfunden und von uns dann auch rezipiert werden, wenn wir quasi die Folie oder eben die Basis, den Humus unserer Welt oder unserer Welten haben, weil daraus wird dann quasi die fiktionale Welt gesogen oder eben parasitär abgeleitet, so die These von Eco. Eine ganz, ganz schöne Stelle, eine wunderbare Stelle, finde ich jene von Ingeborg Bachmann aus den Frankfurter Poetikvorlesungen von 1959-60.
sie spricht, also als ich diese Stelle gefunden habe, war ich einfach ja, hin und weg, weil sie eigentlich genau das aussagt, was wir oder die Leute, mit denen ich arbeite in der Literaturgeografie eigentlich anstreben. Sie spricht von einem Zauberatlas der Literatur, der längst nicht an allen Stellen deckungsgleich ist mit den Karten der Geografen. Und Orte gibt es darauf, manche viele Male, wohl 100 Mal Venedig, aber immer ein anderes, das von Goldoni und von Nietzsche, eines von Hofmannsthal und eines von Thomas Mann. Es gibt auch Länder, die sind schwerlich zu finden, Orplit und Atlantis. Es gibt wiederum Länder, die sind auf dieser Karte, wie Illyrien, aber Shakespeares Illyrien deckt sich nicht damit. Auf dem Zauberatlas ist es eingezeichnet, wahrer, viel wahrer, und es grenzt dort die Neva an die Seine. Das ist für mich ein bisschen der Kern der Literaturgeografie. Sie werden das dann auch sehen bei meinen Dürrenmatt-Ausführungen. Es geht überhaupt nicht darum, literarische Schauplätze oder Werke auf eine Karte zu zwingen oder die quasi im Geografischen zu verankern und womöglich dort stillzulegen, sondern es geht um diese sehr reizvollen Wechselwirkungen, die ich unglaublich viel spannender finde, denen nachzugehen und auch nachzugeben, diesen Reizen, als eben von zum Vornherein zu sagen, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Wir sprechen hier von Literatur und was kümmert uns, was quasi im Realraum passiert oder wie der Autor oder die Autorin da drauf gekommen ist oder wie wir das heute lesen. Also ich glaube, diese Beziehung Realraum, Georaum, First Space, Erstraum, wie wir das vielleicht mit Edward Socha definieren würden, das spielt eine große, große Rolle für die Literatur, für die Genese der Literatur, aber auch dafür, wie wir Literatur lesen und uns darauf einlassen. Ein letztes Zitat ist von meinem Doktorvater Heinrich Detering, den ich für einen der wirklich genialsten Germanisten halte. Er schreibt, das habe ich auch zitiert im Abstract, für ihn sind die Herkunftsorte der Texte Orte auf einer halb realen, halb imaginären Landkarte, auch wo ihre Namen identisch sind mit denen, die wir aus der realen Topografie kennen, gehören sie einer anderen Welt an. Und gerade in diesen Fällen kann das Nachdenken über die Beziehung zwischen den beiden Schwindelgefühle auslösen. Also auch hier, es geht überhaupt nicht darum, dass Sie jetzt sagen, wir haben hier einen Text und hier den Ort und irgendwie müssen wir das jetzt verschränken und zusammenfügen. Und wenn das nicht passt, dann haben wir ein Problem. Es geht vielmehr darum, auszuloten, was passiert eigentlich, wenn wir eben in ganz verschiedenen Modellen sehen, dass Literatur in einer Beziehung steht, in einer Wechselwirkung steht, eben zu unserem gelebten Raum. In meiner Literaturgeografie, so wie ich das betreibe, habe ich, das werden Sie jetzt dann gleich bei den Textbeispielen sehen, da habe ich ein Referenzsystem aufgebaut. Sie sehen hier ganz unten den Georaum, eben das ist das, Sie sind in Bern, ich bin in Basel, wir sind leider nicht zusammen. Das ist der Georaum, also wir verständigen uns darauf, wer wo ist, wo man sich treffen will, wie man da hinkommt. Der Georaum ist das, was wir durchqueren, wo wir drin leben, eben uns, wo wir arbeiten und so weiter. Und über diesen Georaum, der eben so eine quasi ein Basiskoordinatensystem ist, in dem wir uns eben verständigen können, da erhebt sich der Textraum jetzt in dieser Darstellung, wie Sie sie hier sehen. Das heißt, es gibt Texte, die nenne ich, die haben importierte Schauplätze oder Handlungszonen, die sind ganz, ganz dicht dran am Georaum. Da werden wir noch dazu kommen. Das sind eigentlich Texte, die, ja, die dann letzten Endes tatsächlich auch wie Reiseführer bis zu einem gewissen Grad funktionieren können. Es wird dann immer spannender, je weiter weg man sich bewegt. Es gibt transformierte Schauplätze und Handlungsräume, wo Autoren und Autorinnen ganz stark eingreifen in das, was sie im Georaum vorfinden und das eben verändern. Und es gibt selbstverständlich fingierte oder gänzlich fiktive Elemente in Handlungszonen oder eben in Form von Schauplätzen. Was es mit den projizierten Räumen auf sich hat, hier in dieser Violett-Skala, das werde ich Ihnen ein bisschen später erklären. Aber dieses Schichtenmodell, das ist eigentlich, habe ich auch in vielen Seminaren mit Studierenden gesehen und in Vorträgen, das ist eigentlich recht einleuchtend. Also darum geht es eigentlich. Es geht darum, dass es den Georaum gibt und dann gibt es ganz, 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 ganz viele Möglichkeiten, was Autoren und Autorinnen in Texten damit machen können. Sie können sich auch
vollkommen davon entfernen. Vielleicht eines der schönsten Beispiele, das ich Ihnen dazu nennen kann, ist Franz Kafka, Beschreibung eines Kampfes, das im wirklich nachvollziehbar im historischen Prag um 1900 beginnt und sich der Textraum dann plötzlich öffnet und man in einer vollkommen, ja, erfundenen Berglandschaftswelt ist, die irgendwie an Tibet erinnert und eben rein gar nichts mehr mit dem Stadtraum Prag zu tun hat. Also solche Modelle werden Sie eigentlich immer wieder antreffen in der Literatur. Jetzt springe ich hier mal ein bisschen und jetzt kommen wir, also nachdem wir so ein bisschen das Rüstzeug haben, nur ansatzweise. Ich wollte Ihnen einfach wie ein Background geben, wovon ich hier eigentlich spreche. Jetzt sind wir, glaube ich, startklar eben für diese sehr skizzierte, sehr unvollständige Tour de Dürrenmatt, wie ich das genannt habe, also erste Ansätze zu einer literarischen Landkarte von und mit Friedrich Dürrenmatt. Beginnen wir bei Konolfingen, dem Geburtsort von Friedrich Dürrenmatt. Emmental, Dürrenmatt selber sagt, das ist eigentlich jetzt nochmal ein Beleg für das, was ich Ihnen eingangs erzählt habe, den Einfluss von Literatur auf Literatur streite ich nicht ab. Doch noch entscheidender sind die Eindrücke, die durch die vorliterarischen Eindrücke zur Literatur werden. Die Kornfelder und die Gänge im Tenn der Bauernhäuser wurden mir durch die Sage vom Minotaurus, die mir mein Vater erzählte, zum Labyrinth. Also hier schon ein erster Hinweis darauf, wie eine Kindheitslandschaft, eben diese bäuerliche Geografie der Kindheit von Friedrich Dürrenmatt in Konolfingen, die Kornfelder, eben das Heu auf dem Tenn, wie das plötzlich eben auch durch eine literarische Erzählung massiv aufgeladen und transformiert wird. Peter Utz hat wie so oft eine sehr treffende Formulierung gefunden für die Bedeutung von Konolfingen eben als Kindheitsort, als Quelle von vielem, auch von räumlichen Konstellationen, die Dürrenmatt im Anschluss dann schafft. Dabei machte er das Emmentaler Dorf, in dem er 1921 zur Welt gekommen war, zum Nullpunkt seines Koordinatensystems. Sie sehen links hier diese berühmte Karte von Konolfingen, die vermutlich in dieser Vorlesung schon mehrfach auch vorgekommen ist oder die Sie sicher auch schon gesehen haben. Das ist eine Karte, die Dürrenmatt selber links von seinem Dorf gezeichnet hat, von Konolfingen, und dort eben die Nachbarn, den Zahnarzt, die Milchbauern, verschiedene Geschäfte und so weiter eingetragen hat, aber eben auch schon Hinweise auf Werke. Also es ist eigentlich eine rückwärtsgewandte Darstellung seiner Geografie der Kindheit, bereits verknüpft im Rückblick eben mit Elementen seiner Werke, die dann auch zum Teil wieder auf dieses Kindheitsdorf rekurrieren. Und rechts, das wäre jetzt nur so ein Tipp, vielleicht sind Studierende hier oder Leute, die Themen suchen zu Dürrenmatt. Mir ist dann plötzlich aufgegangen, dieses Konolfingen erinnert mich an etwas, diese Karte, und siehe da, auf der rechten Seite sehen Sie die Karte von William Faulkner, berühmter Prosaautor, 20. Jahrhundert, US-Amerikaner. Der hat eine ganz ähnliche Ursprungskarte entwickelt, und zwar für Yoknapatawpha. Das ist sein Land, quasi ein fiktives Land, was er da entwickelt hat, auch mit einem kleinen Städtchen im Zentrum, auch an einer Straßenachse, Straßenkreuzung, und rundum hat er eben notiert, welche Romane wo angesiedelt sind, im Umfeld und auch mittendrin in diesem Städtchen. Also das fand ich einfach noch eine bemerkenswerte Übereinstimmung. Und das eigene Dorf als Inspirationsort, das wäre auch schon so ein erster Hinweis darauf, dass Dürrenmatt damit natürlich nicht alleine steht, sondern ich glaube auch, dass das eine sehr, ja, weil ich das natürlich am besten kenne oder mich damit am meisten befasst habe, ich glaube, das ist eine sehr schweizerische Angelegenheit, möglicherweise eine deutsch-schweizerische Angelegenheit, das müsste man überprüfen. Aber es gibt natürlich viele Autoren, schauen wir zum Beispiel auf Meinrad Inglin in Schwyz, in der Innerschweiz. Meinrad Inglin hat sehr viele Texte geschrieben und fast alle kreisen um Schwyz, egal ob
erkennbar oder kamoufliert, also verdeckt. Und wir haben auch Gegenwartsliteraten wie Peter Stamm hier in der Weltwoche von 2018. Da, als ich das gelesen habe, dachte ich, das ist ein bisschen ein Schlag ins Kontor der Literaturgeografie, weil er, ich glaube, recht ironisch und augenzwinkernd etwas sagt, was wir eigentlich nicht gerne hören. Er sagt nämlich, er wird darauf angesprochen, wieso kommt Weinfelden eigentlich sehr häufig vor in ihren Texten oder wieso erkennt man in diesen Dörfern möglicherweise Weinfelden, die sie da schildern. Und er sagt dann ganz unten, sehen Sie das hier, weshalb etwas erfinden, anstatt auf etwas zurückgreifen, was ich bereits kenne. Wenn ein Dorf vorkommt, ist es für mich naheliegend, Weinfelden zu nehmen. So muss ich nicht recherchieren. Das ein bisschen ein Schlag, weil wir natürlich in der Literaturgeografie davon ausgehen, dass die Wahl eines Schauplatzes und sei es der Kindheitsort eben wirklich immer mit Bedeutung versehen ist. Das ist nicht einfach Zufall oder bequem oder weil einem sonst nichts einfällt, sondern das hat natürlich eine Bedeutung. Und hier wird das ein bisschen konterkariert, auch durch Peter Stamm. Güllen. Sie wissen selbstverständlich alle, dass Güllen kann ich Ihnen kein Bild liefern, weil Güllen in dem Sinne nicht existiert. Deshalb habe ich hier diese wunderschöne Diorama-Ansicht Ihnen reinkopiert, wo sich jemand die Mühe gemacht hat, Güllen quasi en Detail nachzubauen, wie man sich das vorstellen könnte mit der Bahn, also ein Bahnfanatiker. Güllen ist ein flottierender, fingierter Schauplatz zwischen Kaffingen und Kalberstadt, wie es selber in den Regieanweisungen zum Besuch der alten Dame heißt. Und wieder zitiere ich hier Peter Utz, ganz neu von 2021, Güllen kann überall sein. Güllen ist wahrscheinlich der bekannteste eben Schauplatz von Dürrenmatt. Ja, doch würde ich sagen, weil das quasi eben auch ein Welterfolg war, der Besuch der alten Dame und Güllen, eben wo genau liegt Güllen, dieser Ort mit dieser seltsamen Bezeichnung, die entsprechende Ortsname. Dürrenmatt selber sagt ja, er hat die Inspiration gewonnen auf einer Bahnfahrt zwischen Kerzers und Inns in der Bielerseegegend. Da hielt dann der Zug und plötzlich hatte er diese Vision quasi der ersten Szene vom Besuch der alten Dame. Also es gibt einen Inspirationsort, Kerzers Inns, diese Bahnstrecke, aber Güllen selber könnte dann wirklich überall sein und es hat damit ganz, finde ich, spannende Beziehungen zu Seldwyla, was Sie hier auf dieser Karte sehen, zu Gottfried Kellers Seldwyla. Seldwyla ist ja auch nicht wirklich lokalisierbar. Keller selber sagt über Seldwyla, Seldwyla sei für ihn wie ein kleines Wölklein oder eine Nebelbank, das zieht irgendwo rum in der Deutschschweiz, vielleicht sogar endet der Grenze rüber nach Deutschland und ist halt mal da und mal dort. Und man kann jetzt ganz bestimmt nicht sagen, ist das Olten oder Rheinfelden oder irgendeine andere Schweizer Stadt, die das betrifft. Also das ist ein flottierender Schauplatz. Und hier zeige ich Ihnen eine Karte, die ich gemacht habe, mal im Auftrag der Schweizer Botschaft in Berlin 2014. Die wollten eine ungewöhnliche Darstellung der Schweizer Literaturlandschaft, so nannten sie das, für die Leipziger Buchmesse 2014. Da war die Schweiz Gastland. Und ich habe dann mit einer Kartografin zusammen, Ann-Kathrin Weber, mit der ich auch an der ETH gearbeitet habe, diese Karte entworfen. Ich werde jetzt auf Zeitgründen, glaube ich, gar nicht online gehen, aber Sie sehen unten den Link www.literatur-karten.ch. Da gibt es also verschiedene Layers dieser Karte und ein Layer ist eben, wo quasi Güllen, das Sie hier sehen, eben das haben wir jetzt mal hier platziert, Kerzers Inns, das müsste sich eigentlich bewegen oder müsste eben animiert sein und schweben, so wie Seldwyla, aber so weit war die Technik noch nicht, vielleicht wäre sie das heute. Jedenfalls sehen Sie plötzlich, dass aber Güllen und Seldwyla, die sind nicht alleine, sondern die sind quasi in einem Netzwerk von solchen erfundenen, fingierten, möglicherweise umbenannten Orten. Wir haben dann ganz viel gesammelt und Sie sehen auf der Karte beispielsweise auch Schilten. Das ist hier, das ist von Hermann Burger. Oder Sie sehen Jammers
steht für Olten bei Otto F. Walter oder Schummertal, Schummertau bei Pedro Lenz. Wir haben es am Güldramont, ein wunderbar erfundener Ort bei Meinrad Ingling, und Durcheinandertal, zu dem kommen wir noch da drüben. Also das sind, ja, ist eine Karte, die eigentlich zeigt, wie reich die Schweiz über- und beschrieben ist von diesen erfundenen, halb fiktiven Orten, die vielleicht eben doch irgendeinen Ursprungsort haben oder einen Inspirationsort. Und wir haben dann versucht, in der Symbolentwicklung, wie das in der Kartografie heißt, eben zu unterscheiden. Sie sehen hier ein Tintenfässchen oder hier oder eben bei Güllen. Da kippt quasi das Tintenfässchen aus, wenn wir anzeigen wollen mit den Mitteln, die wir hatten. Eben der Handlungsort ist eher zonal, man kann gar nicht genau sagen, wo der ist. Oder eben die spitze Feder, die eingepinnt ist, punktgenau, wenn eben Otto F. Walter nicht von Olten schreibt, sondern natürlich auch hoch aufgeladen, onomatopoetisch fast, von Jammers und nicht von Olten hier. Das ist also so ein erstes. Sie sehen dann auch hier auf dieser Karte, können Sie weiter einsteigen. Also es ist eine interaktive Karte und Sie würden, wenn Sie jetzt auf dem Feld Güllen sind, können Sie Friedrich Dürrenmatt aufrufen. Es kommen dann auch Zitate und es kommen Hintergründe eben zum Ort und zum Schauplatz. Also das wäre vielleicht etwas zum Entdecken für später. Kommen wir zu einer anderen Kategorie. Also jetzt hatten wir Güllen eben, das ist aus dem Besuch der alten Dame, mit einem Inspirationsort oder zweien, aber eben einer nicht dingfest zu machen eigentlich auf der Karte. Wir haben in Der Richter und sein Henker eine ganz andere Situation literaturgeografisch gesehen. Das sind importierte Handlungszonen und Schauplätze, wie ich das nenne. Also das ist wirklich jetzt tatsächlich eins zu eins, können Sie die Schauplätze und Handlungsräume besuchen, Lamboin, Twann, die Twannbachschlucht, Bern, Liggerz, alles vorhanden. Ich zeige Ihnen hier ein Bild von Lamboin. Das ist ja der Schauplatz, wo der Mord und eben auch diese nächtlichen Feste im Haus von Gastmann stattfinden. Witzigerweise ist, dass den Ort finden Sie, auch bis zu einem gewissen Grad eben kann man das nachvollziehen, auch atmosphärisch, wie das geschildert ist bei Dürrenmatt. Was Sie nicht finden werden, ist dieses Haus von Gastmann, wo eigentlich der Mord dann geschieht und auch die Ermittlungsarbeit eine Rolle spielt. Sie werden das nicht finden können, weil tatsächlich Dürrenmatt ein Haus vor Augen hatte. So behauptet das die jetzige Gemeindepräsidentin von Lamboin, aber es dann verschoben hat. Also das ist zum Beispiel das Haus von Gastmann, was ein zentraler Schauplatz ist in dieser Kriminalstory. Das werden Sie nicht so einfach lokalisieren können, aber das Dorf selber schon. Hier noch eine Ansicht, wie das heute aussieht. Also das von vorhin ist etwa Der Richter und sein Henker Zeit. Das ist eine Aufnahme von 1945. Heute sieht das so aus, dichter besiedelt, aber immer noch ein sehr spezielles Dorf auf einer Hochebene, die man erreicht, nachdem man durch den Wald aufgestiegen ist von Liggerz her. Und jetzt komme ich zu einem kleinen Exkurs oder zu einer kleinen Nebenbemerkung. Die Schauplätze von Der Richter und sein Henker, Twannbachschlucht, Lamboin, Liggerz, gewisse Straßen in Bern, die sind eben wirklich lokalisierbar, identifizierbar. Und was passiert? Das ist ein hervorragendes Beispiel für Literaturtourismus. Sie sehen hier ein Angebot, übrigens von Biel-Seeland-Tourismus. Das können Sie, ja, Corona weiß ich nicht, aber es ist eine Veranstaltung, die draußen stattfindet. Sie können quasi als Gruppe oder als Einzelperson eine Krimitour buchen. Können Sie den Mörder entlarven? Es ist der 4. November 1948. In der Twannbachschlucht wurde ein Mord begangen. Und Sie gehen da quasi als Gruppe los und versuchen, diesen Mord zu lösen. Ich habe das selber nicht gemacht. Wäre noch gespannt, das mal zu machen, weil der Witz ist ja, wenn Sie den Kriminalroman kennen würden oder schon gelesen hätten, dann mag es vielleicht sehr viel einfacher sein, den Mord zu lösen, oder vielleicht werden noch irgendwelche Twists und extra Schwierigkeiten eingebaut. Auch das hier, Literaturtourismus Dürrenmatt Schweizer Welten, ein Angebot eines österreichischen Reisebüros.
Da kann man eine 6-tägige Reise in die Schweiz machen, nach Bern, nach Legerz an den Bielersee, eben auch auf den Spuren von der Richter und sein Henker. Kostet dann, glaube ich, 1.500 Euro, 6 Tage in der Schweiz, eben mit kundiger Führung zu Dürrenmatts Schauplätzen. Oder auch hier eben die Region Kiesental-Konolfingen, da gab es schon 2008 und jetzt wieder aufgefrischt, eben Wanderwege und Schautafeln, wo man sich auf Dürrenmatts Spuren begehen kann. Und die schon gezeigte Karte von Konolfingen, die ist auch ergänzt worden um diese vielen Punkte, die Sie hier sehen. Das war ein Projekt der Gemeinde Konolfingen und auch, ich glaube, einer Schulklasse. Und man hat da können Sie jetzt mit dem Handy quasi durch Konolfingen spazieren und können mit QR-Codes an verschiedenen Tafeln Bilder aus der Zeit von Dürrenmatt, wie das Dorf damals war, abrufen und quasi vergleichen, wo Sie gerade stehen, wie hat sich das verändert. Sie können auch Textstellen abrufen, also eine Begehung eben von oder eine Überlagerung von Dürrenmatts Konolfingen mit dem heutigen Konolfingen oder umgekehrt. Zum Literaturtourismus vielleicht ganz kurz 2, 3 Bemerkungen. Auch das ist keine neue Erfindung, aber auch etwas, wenn Sie sich mal achten, in Buchhandlungen oder in Bibliotheken, da gibt es natürlich inzwischen ganze Abteilungen von Büchern, die sich eigentlich nur damit befassen, wie kann man mit Literaten und Literatinnen in die schönsten Regionen und Städte der Welt reisen. Das ist also praktisch jedes große Verlagshaus hat inzwischen eine eigene Reihe von Literaturreiseführern. Also das ist ein sehr, sehr wichtiger Sektor geworden. Und ich zitiere hier jetzt einfach relativ willkürlich eine Gewährsperson, nämlich Mark Twain von Tom Sawyer Abroad von 1894. Die reisen nämlich mit 1001 Nacht, die beiden Figuren, in dem Roman drinnen, The Arabian Nights. Und sie schauen dann runter von einem Ballon und sagen, he said it was right along here that one of the cutest things in that book happened. So we looked down and watched while he told about it. Because there ain't anything that is so interesting to look at as a place that a book has talked about. Nichts ist so interessant, wie sich einen Ort anzuschauen, der in ein Buch vorkommt oder der durch ein Buch oder in ein Buch beschrieben wird. Das ist eigentlich so der Kern des Literaturtourismus. Auch dazu ein paar Gedanken, einfach so für Sie zum Mitnehmen. Tatsächlich ist das eine besondere Faszination, wie jetzt eben in dieser Dürrenmatt-Landschaft am Bielersee sich zu bewegen, vielleicht mit der Richter und sein Henker im Gepäck oder in der Hand. Der Schauplatz ist nämlich so, bezeichne ich das immer oder versuche das zu erklären, es ist eigentlich das einzige Portal, das uns erlaubt, irgendwie in die erzählte Welt reinzukommen, zumindest ansatzweise. Weil wir kommen an die Figuren kommen wir ja nicht ran. Die Handlung wollen wir vor allem bei einem Kriminalfall vielleicht nicht unbedingt nachstellen oder uns da richtig hineingeben. Und an die Zeit, die erzählte Zeit, ist natürlich auch nicht heranzukommen. Aber der Schauplatz, das ist so wie ein Scharnier eben zwischen unserer Welt und der erzählten Welt. Deshalb auch diese Faszination der Literaturtouristen. Literaturtourismus kann, wenn man das gut macht, oder wenn man das spielerisch angeht, eine doppelte Wirkung haben. Die Landschaft, die Sie vor sich sehen, wird mit Bedeutung aufgeladen. Also Sie sehen den Bielersee, Liggerz und Lomboing, die Twambachschlucht anders, wenn Sie eben den Richter und sein Henker gelesen haben, als ohne diese Textlektüre. Also der Raum selber wird mit einer zusätzlichen Bedeutung, man kann auch sagen, nobilitiert, eben aufgeladen. Und im Idealfall gewinnt natürlich Ihre Textlektüre auch an räumlicher Tiefe und Intensität, wenn Sie eben so eine Tour gemacht haben. Voraussetzung dafür ist, dass Sie wirklich bitte keinen 1:1 Abgleich erwarten. Das ist immer so etwas fraglich, wenn es dann in detektivischer Verbissenheit darum geht, jetzt eben jedes Haus und jeden Weg zuzuordnen. Ich glaube, dass man Literaturtourismus relativ locker angehen muss. Es geht eigentlich viel mehr um Atmosphäre, um ein Gedankenspiel, auch um zu sehen, was macht das eigentlich mit mir als Leserin oder als Leser, wenn ich mich auf sowas einlasse, also wenn ich auf Spurensuche gehe.
das ist natürlich eine anregende Tätigkeit und ich glaube, da kann man viel draus rausziehen, wenn man eben nicht sagt, ja, aber Entschuldigung, irgendwie quasi das Schlimmste, was passieren könnte, ist, wenn man sagt, der Autor hat einen Fehler gemacht, weil ich finde die Schauplätze im Realraum nicht. Das zum Literaturtourismus. Jetzt kommen noch zwei, drei weitere Aspekte eben von dieser Tour de Dürrenmatt. Da wäre vielleicht etwas für die Diskussion im Anschluss. Eine meiner absoluten Lieblingskategorien sind die projizierten Orte. Auch das eigentlich eine ganz simple Definition, aber sobald man das mal verinnerlicht hat, werden Sie sehen, quasi in jedem Roman, den Sie lesen, kommen projizierte Orte vor und man kann da recht viel damit machen, interpretatorisch. Das heißt eigentlich nichts anderes, als dass das keine Schauplätze sind, sondern das sind Orte, die die Figuren aufrufen, imaginieren, und zwar im Modus von Traum, Erinnerung, Sehnsucht, Halluzination. Gäbe es vielleicht noch ein paar mehr Modi, die man da aufführen könnte. Also die Figuren sind nicht an, die Figuren sind an Ort A, aber sie träumen, erinnern oder sehnen sich nach Ort B. Das ist eigentlich die Definition. Ganz, ganz berühmtes Beispiel, so als Merkbild, Madame Bovary von Flaubert. Diese traurige, unglückliche Ehegeschichte. Eine ganz junge Frau wird an einen Landarzt verheiratet, muss von Paris in die Normandie und sitzt dann da einsam, unglücklich in einem kalten, ungemütlichen Haus. Und ihre einzige Flucht ist, dass sie Journale aus Paris vor sich hat und den Stadtplan von Paris. Und sie wandert quasi mit dem Finger durch die geliebten Straßen und Gassen. Und das ist so eine wirklich krasse Immersion, muss man eigentlich fast sagen, weil Madame Bovary beginnt, dann das Parfum zu riechen in der Oper, oder sie hört das Rascheln der Seidengewänder, sie hört die Kutschen, sie taucht quasi in dieses sehnlichst vermisste Paris ein, ist aber an einem ganz anderen Ort. Auf diesen erwähnten Literaturkarten der Schweiz, da gibt es ein spezielles Layer, eben projizierte Orte, wo Sie sich vielleicht mal vergnügen können, wenn Sie sich da vertiefen wollen. Vielleicht ein Tipp, Peter Bixels Bern, das wäre ein guter Einstieg, wenn Sie sich da damit vertraut machen wollen. Nur ganz kurz, die Literaturlandkarte, eben projizierte Orte jetzt in diesem Projekt, in diesem was für die Schweizer Botschaft war, da geht es darum, dass quasi von außen auf die Schweiz projiziert wird. Also die Figuren befinden sich außerhalb von der Schweiz, aber sie denken positiv oder negativ an die Schweiz. Und Peter Bixel kann ich nur empfehlen, dieser herrliche Text im Hafen von Bern im Frühling von 2012, das spielt in einer Bar in Kentucky. Da sitzt der Ich-Erzähler und spricht mit einem Matrosen am Tresen und der Matrose fabuliert irgendetwas vor sich hin von einem Hochseehafen in Bern und irgendwie tolle Hafenkneipen, tolle Frauen, riesige Schiffspötte in Bern. Und der Ich-Erzähler bringt es nicht übers Herz, ihm zu sagen, ich glaube, irgendwie sie verwechseln da was, das kann nicht Bern sein. Und das ist also eine dieser herrlichen Szenen eines projizierten Raums. Meine These bei Dürrenmatt ist so ein bisschen, dass diese projizierten Orte, die müsste man mal sammeln. Also es gibt die auch in Dürrenmatts Werken. Es gibt sie im Richter und sein Henker. Handlungszone 1, also eben wirklich aus der Realität gegriffen. Lamboin, Twanbach, Schlucht, Liggerz, wie gesagt, Handlungszone 2, Bern mit mehreren Schauplätzen. Dann gibt es aber den wichtigen Ort Istanbul und Meiringen. Istanbul, wo Gastmann und Berloch sich treffen und wo eigentlich diese Wette abgeschlossen wird über den perfekten Mord, und Meiringen, wo Chance, der sich dann als Mörder herausstellt, in Kur ist und auch Berloch dahin geht, um eben Ermittlungen aufzunehmen. Das sind zwei projizierte Orte, die absolut wesentlich sind für das Geschehen im Roman, die Romangeografie auch deutlich komplexer machen und sie buchstäblich erweitern und eben um eine neue Dimension bereichern. Vielleicht als Hinweis, eben wenn Sie jetzt das zu interessieren beginnt, diese projizierten Orte, das Konzentrationslager Stutthof bei Danzig, in der Verdacht wäre auch ein projizierter Ort, weil es ist eben kein Schauplatz, sondern es wird darüber berichtet, es kommen wichtige Informationen in der Erinnerung, im Modus der Erinnerung dazu,
aber es ist kein Schauplatz im strengen literaturgeografischen Sinn. Transformierte Orte, das ist auch eine sehr, sehr spannende Kategorie. Die wiederum ist jetzt bei Dürrenmatt wirklich extrem präsent. Vor allem habe ich mich jetzt da noch mal intensiv mit dem Winterkrieg in Tibet befasst. Da geht es ja, also ist jetzt etwas kompliziert, vielleicht das Ganze zu erzählen. Im Kern oder einer der Kerne ist, dass ein Ich-Erzähler in einer atomar zerstörten Schweiz von Tusis nach Bern seinen Weg sucht. Also wir befinden uns im Dritten Weltkrieg nach einem Atombombenabwurf und er nähert sich einem geisterhaften Bern. Zu meiner Heimatstadt gelangte ich auf der leeren Autobahn. Wandernd, Verzeihung, dort fehlt ein D. Zu meiner Heimatstadt gelangte ich auf der leeren Autobahn wandernd. Je mehr ich mich ihr näherte, desto menschenleerer wurde das Land. Kilometerlang war die Autobahn schon von Gras überwuchert, es hatte den Beton gesprengt, auch kam ich an Autoschlangen vorbei, die von Efeu überwuchert waren. Und dann ein bisschen später in diesem Text, von der Stadt her war eine dumpfe Explosion zu hören, die Silhouette des Münsters neigte sich, dann ein fernes Donnern und eine bläuliche Staubwolke erhob sich, senkte sich, vom Münster war nichts mehr zu sehen. Also das zwei Ausschnitte zum Thema transformierte, stark veränderte Räume. Der Witz bei den transformierten Orten oder Räumen ist eben, das sind ganz stark erkennbare Referenzräume und die werden verändert. Das ist häufig das Mittel der Wahl bei historischen, bei kontrafaktischen, dystopischen oder utopischen Narrativen. Und der Clou ist eigentlich, man erkennt die Folie, also diese wirklich sehr, wie soll ich sagen, berührenden, verstörenden Bilder von Bern und eben von Schweizer Mittelland oder vom Weg von Tusis nach Bern, die Dürrenmatt zeichnet, die sind natürlich deshalb so verstörend, weil wir das kennen, weil wir das immer doppelt sehen. Wir erinnern uns, wie sah das auf der letzten Autobahnfahrt aus und wie ist das, wenn man Bern quasi betritt, sei es vom Bahnhof her oder eben von einer Autozufahrt her. Und wir erkennen die Folie und rezeptionsästhetisch gesprochen genießen wir die Abweichung, also das, was dann eben verändert wird, was ins Fantastische oder eben ins für uns Undenkbare gedreht wird, literarisch. Wenn Sie sich da einen Merktext auf die Liste setzen wollen, dann würde ich Robert Harris' Vaterland empfehlen von 1992. Dort geht es ganz knapp gesagt darum, das ist ein kontrafaktischer Roman, also eine Alternativgeschichte. Spielt in den 60er Jahren. Es geht darum, dass die Nationalsozialisten den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben. Also Hitler hat den Krieg gewonnen. Und somit wird beispielsweise auch Berlin in diesem Roman genauso umgesetzt oder es erscheint genauso, wie das Speer und Hitler geplant hätten mit diesen Alleen und gigantischen Prachtbauten. Also Germania steht eigentlich in diesem Roman. Und das hat natürlich seinen Reiz, eben weil wir kennen die Bilder vom kriegszerstörten Berlin, wir kennen Berlin aus den 60er Jahren und wir waren vielleicht schon mal da oder wieder da oder mehrfach da. Und all diese Bilder sind natürlich die Folie, vor der sich dann so eine kontrafaktische Welt abhebt. Auch da gibt es eine Karte in diesem literatur-karten.ch Portal, wo Sie sich vertiefen können, wo Sie jetzt eben beispielsweise in Bern circa 1981 einsteigen könnten über Mouse Over und dann kämen Sie eben in diese Dürrenmatt-Welt aus dem Winterkrieg in Tibet. Jetzt komme ich zu einem letzten Punkt, was ich schon angedeutet habe, es gibt eine sehr spezielle Kategorie bei Dürrenmatt, die mir jetzt nicht bekannt wäre, so spontan bei anderen Autoren oder Autorinnen, realisierte Schauplätze nach dem Modell der Fiktion. Es ist nämlich so, dass zweimal in Dürrenmatts Werk, vielleicht gibt es auch noch mehr, also ich bin da sehr interessiert, wenn Kenner und Kennerinnen noch mehr Einfälle dazu hätten, es gibt Schauplätze, die werden quasi, also literarische Schauplätze in Dürrenmatts Werk, die werden von der Realität eingeholt. So. Das eine ist der Winterkrieg, nochmal der Winterkrieg in Tibet, da
schreibt nämlich Dürrenmatt, oder es wird erzählt, dass sich im Zuge eben dieses Atomkriegs der Bundesrat in einen Bunker unter der Blümlisalp, also unter dem Berg, zurückgezogen hätte. Das Parlamentsgebäude der Hauptstadt war unter der Blümlisalp genau nachgebildet, samt der Geheimanlage darunter und den Funkanlagen. Sogar die gleiche Aussicht. Dekorateure vom Stadttheater hatten mit vergrößerten Fotografien und Scheinwerfern dafür gesorgt. Um die Anlage herum waren die Wohnungen, die Kinos, die Kapelle, die Bars, die Kegelbahn, das Spital und das Fitnesscenter in die Blümlisalp gebaut. Also eine Erweiterung oder Verschönerung auch des Redwi-Gedankens, also ein Bundesratsbunker unter der Blümlisalp in dieser Fiktion von Dürrenmatt. Und ich habe das jetzt mal genannt, wenn die Realität die Fiktion einholt, Teil 1. Es gab dann nämlich, 1981 ist der Winterkrieg in Tibet erschienen, es gab den Bundesratsbunker in den 80er und frühen 90er Jahren, und zwar einen Stolleneingang im Gasterntal unterhalb der Fisi-Stöcke. Das ist nicht genau Blümlisalp, der Berg selber, aber das Blümlisalp-Massiv. Und wenn Sie das interessiert, es gibt eine fantastische Reportage und Recherche von Freddy Lerch, da habe ich Ihnen die Quelle unten angegeben, der neue Bundesratsbunker von 1995. Also er sagt eigentlich, dass, so wie Dürrenmatt das schildert, das ist schier unglaublich, weil eigentlich genau das dann effektiv gebaut worden ist mit vielen Geheimhaltungsklauseln, das Parlament, also die Nationalräte mussten über gigantische Kredite abstimmen und wussten aber nicht, was damit gebaut wird und wo. Es gab immer mal wieder eine Art Spione oder einfach neugierige Leute, die es geschafft haben, in diesen Bundesratsbunker dann doch einzudringen und auch darüber zu berichten. Irgendwann wurden dann auch Koordinaten geliefert. Also es ist eine Geschichte, als hätte die Dürrenmatt wirklich selber weitergeschrieben. Und es gibt dann eben auch spannende Bezüge in dieser Freddy Lerch-Reportage, die Sie nachlesen können. Also das wäre mal so etwas, diese Blümlisalp Vision, wie sie Dürrenmatt hatte mit dem Bundesratsbunker unterirdisch, die kommt dann fast zeitgleich oder wenige Jahre später danach eben in der Realität und auch noch am praktisch identischen Ort. Noch etwas spookier ist die Sache im Durcheinandertal, wenn die Realität die Fiktion einholt, Teil 2. Sie sehen hier eine Brandruine, das ist das ehemalige Grand Hotel, Baujahr 1895, Waldhaus Wulpera in Squalter-Rasp. Dieses hier abgebrannte Haus hat Dürrenmatt mehrfach besucht. Ab 1957 war er da oft zur Kur, hat sich gesundheitlich erholt, hat aber auch viel geschrieben. Und so ganz gegen, er hatte offenbar früh auch schon die Idee, dass das Schauplatz eines Romans oder einer Erzählung werden könnte. Und in Tat und Wahrheit ist es dann der Schauplatz von Durcheinandertal geworden in seinem letzten Roman, den er vollenden konnte. Und das Gruselige, muss man jetzt fast sagen, ist wirklich, dass in diesem Durcheinandertal, das ich jetzt unmöglich zusammenfassen kann, das ist ja einer der wirklich verrücktesten Romane, jedenfalls spielt dieser Roman unter anderem in einem Kurhaus, das Kurhaus Wulpera sein könnte. Und es geht am Ende setzt die Dorfbevölkerung, die in diesem Kurhaus eben kriminelle Machenschaften und allerlei Gewalttaten und so weiter vermutet, sie setzt das Hotel in Brand und es spielen sich furchtbare Szenen ab. Also die Feuerwehr kommt dann, aber die löscht nicht, sondern die treibt eigentlich die Leute, eben diese kriminellen Figuren ins Feuer hinein. Und sie sehen am Schluss, also der Wald, der Himmel nahm die Farbe der Hölle an, jemand vermochte sich zu befreien, lief mit lichterloh brennenden Kleidern den Bauern entgegen, einer von ihnen schlug mit der Axt zu, der Mann stürzte zu Boden, immer noch in Flammen, drei Männer schoben ihre Heugabeln unter den brennenden, schreienden Mann, trugen ihn gegen das Kurhausportal, warfen ihn hinein. Das Kurhaus begann in sich zusammenzubrechen und so weiter. Ich überspringe jetzt ein bisschen. Die Dependance von der Feuerglut erfasst, die sich durch den unterirdischen Verbindungsgang ansog, loderte auf, eine einzige Flamme.
Also in diesem Text, der 1989 erscheint, ist die Schlussszene oder eine der Schlussszenen wirklich ein Inferno, dieses brennende Kurhaus. Und hier habe ich noch mal ein bisschen zusammengefasst, was ich zusammentragen konnte, eben als die Fiktion wird eingeholt von der Realität. Das ist wirklich fast unglaublich. Das Waldhaus brannte nämlich tatsächlich, also dieses Vulpera-Waldhaus brannte 6 Wochen, nachdem Dürrenmatt sein Manuskript eingereicht hatte beim Verlag, ab. Es war vermutlich Brandstiftung, der Fall ist bis heute nicht aufgeklärt. Schadenssumme gigantisch, 23 Millionen Franken. Und zerstört bis auf die Grundmauern. Dürrenmatt und Charlotte Kerr fuhren im Herbst 89 hin, um sich das anzusehen. Und Dürrenmatt hat auch im September 1990 etwas geschrieben in der Neuen Zürcher Zeitung, wo er eben seine Eindrücke schildert, wie er durch die Brandruine geht und sich quasi sein ehemaliges Zimmer anschaut, seinen Balkon. Noch lesbar, Waldhaus Vulpera, die Fenster überall leere Rechtecke, das Waldhaus hatte seinen Dienst getan. Also das wirklich ein unglaubliches Zusammenfallen, fast zeitgleich von Fiktion und Wirklichkeit. Hier sehen Sie nochmal die Brandruine von oben, von diesem Schauplatz. Und damit komme ich auch schon zu meinen Schlussbemerkungen. Das war jetzt eine kurze Tour de Dürrenmatt, die ich versucht habe, für Sie hier vorzubereiten. Ich hoffe, dass ich Ihnen ein bisschen zeigen konnte, dass es sich wirklich extrem lohnen würde, diese verschiedenen Bedeutungsschichten, auch die verschiedenen räumlichen Möglichkeiten, Modelle, die Dürrenmatt nutzt in seinen Werken, vielleicht mal eben tatsächlich literaturgeografisch noch vertieft aufzuschlüsseln. Also es gibt die Realreferenten, Schauplätze und Handlungsorte, die dann eben auch Literatur-Tourismus-Destinationen werden können. Es gibt die projizierten Orte, wobei ich die Vermutung habe, dass die nicht die allergrößte Rolle bei Dürrenmatt spielen, aber da müsste man genauer sichten. Es gibt die fiktiven Orte, teils mit Inspirationsquellen. Güllen, aber auch Mägendorf in das Versprechen ist ein fiktiver Ort bei Zürich, aber nicht auffindbar auf der Karte. Es gibt die transformierten Orte und eben, was ich zuletzt gezeigt habe, diese verrückten Geschichten mit der fiktionale Status wird quasi von der Realität überholt oder eingeholt. Was ich noch nicht angesprochen habe, Mobilität. In Dürrenmatts Texten kommen natürlich viele Auto- und Bahnfahrten vor, auch ganz handlungstragend. Es kommen, das habe ich ein bisschen angekratzt, eben unterirdische Schauplätze vor, wie Blümlis Alb, aber auch der Tunnel. Kosmisches haben wir jetzt gar nicht gestreift, aber das wäre natürlich eine Erweiterung der Dimensionen. Und dann hat mich auch noch so ein bisschen interessiert, aber das wäre etwas, wo ein solcher literarischer Atlas oder eine Karte eben auch ganz stark in unsere Rezeption, wie wir das lesen, wie wir diese Orte deuten und verbinden, hineingeht, nämlich die wandernden Stoffe, wie austauschbar sind die Schauplätze von Dürrenmatt, muss das wirklich da spielen, wo es spielt. Und da zeige ich Ihnen jetzt ganz zum Schluss noch zwei Bilder einfach. Nochmal Peter Utz beim Tunnel, eben diese unterirdischen Angelegenheiten. Die konkrete helvetische Fahrplantopographie zwischen Bern und Zürich ist sein Ausgangspunkt. Also der Tunnel, diese Geschichte, diese Erzählung ist etwas, wo die reale Topographie, eben der Erstraum, der Georaum, wirklich durchstoßen wird und sich öffnet eben in etwas Undenkbares auch, also wo die Karte ganz klar verlassen wird, auch das Koordinatensystem. Da sage ich nur, das ist das zweitletzte Slide, dass diese unterirdische Schweiz, das wäre natürlich eine, also ich warte eigentlich immer noch auf die Literaturgeschichte der Schweiz im Untergrund oder die unterirdische Literaturgeschichte der Schweiz. Da gibt es natürlich irrsinnig spannende Bezüge, zum Beispiel in Richtung Gotthard, Hermann Burger, H.R. Giger, Christian Krach. Das sind alles Autoren, die auch unterirdische Schauplätze, jetzt hier vor allem in Gotthard, geschaffen haben, wo es immer um Erweiterung geht. Also man geht von Stollen, von Tunnels aus, von Kavernen, aber man klappt die quasi auf ins Fantastische und schmückt die aus, eben mit
natürlich weit entfernt von dem, was Realreferent passieren würde in diesen Hohlräumen. Ein Merkbild auch noch für Sie hier, ein Text oder ein Textbuch, das immer so ein bisschen untergeht, glaube ich auch gar nicht mehr erhältlich ist, von H.R. Giger, dem Schöpfer der Alien-Figur, gibt es eine Art Comic, wo eine Schweiz gezeichnet wird mit einem sternförmigen Tunnelsystem, wo entsetzliche Dinge passieren. Aber also diese eben Tunnel, Blümlis Alp, Bunker, Untergrund, das ist eine Dimension, wo Dürrenmatt sich eben nicht alleine bewegt, sondern wo ganz viele spannende Bezüge auch herzustellen wären. Und das letzte Slide, das hat mich einfach auch noch interessiert, das ist mir noch eingefallen, quasi als Ergänzung zu dem, was ich erzählt habe. Die wandernden Stoffe, wie Sie ja wissen, sind einige oder doch etliche Dürrenmatt-Texte, Vorlagen eben auch verfilmt worden. Etwas vom bekannt, also quasi wirklich ein Blockbuster war dann eben das Versprechen, verfilmt von Sean Penn mit Jack Nicholson in der Hauptrolle unter dem Titel The Pledge. Und da habe ich auch neulich jetzt noch ein Interview mit Elizabeth Bronfen gefunden, die sagt, ja, die Dürrenmattschen Schauplätze, interessant, gerade durch ihre Beschränktheit, ihre Kleinheit, haben Dürrenmatts Romane eine absolute Klarheit, verfügen über Konstellationen, die man auch an andere Orte versetzen kann. Der Ort, wo das spielt, Nevada, sagt sie oben, der Drehort und auch der Background dann für diese Story, hat durchaus etwas Schweizerisches an sich. Es ist nämlich auch hoch oben in den Bergen. Also das wäre einfach noch eine Dimension, die bei Dürrenmatt jetzt, glaube ich, sehr stark mitspielen würde. Theateraufführungen, Verfilmungen, wo man dann quasi die Orte eben auch nochmal neu interpretiert, je nachdem anpasst, je nachdem verschiebt oder versetzt. Das wäre etwas, was nicht bei allen Autoren möglich ist, weil einfach ein so großer Wirkungskreis oder eine Umsetzung in anderen Medien gar nicht stattgefunden hat. Bei Dürrenmatt wäre das möglich und das wäre sicher auch eine sehr spannende Ergänzung eines solchen Atlasvorhabens. So, hier, vielen herzlichen Dank. Was Sie hier sehen als Abspann, ist einfach meine eigene Ideenlandschaft für 2021. Und auf der linken Seite sehen Sie einen chaotischen Schreibtisch, den ich manchmal tatsächlich aufstelle in literarischen Landschaften. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und jetzt freue ich mich auf die Diskussion, natürlich auf Fragen. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Piatti, für diesen wirklich ungemein anregenden Vortrag, in dem Sie ja gewissermaßen den Titel unserer Reihe Dürrenmatts Welten räumlich beim Wort genommen haben und auf all diesen Ebenen, die Sie vorgeführt haben, ausdifferenziert. Ja, meine Damen und Herren, wir können die Diskussion beginnen. Frau Piatti, wollen Sie vielleicht aus dem Bildschirmteilmodus aussteigen? Ja. Dann sehen wir Sie noch besser und größer. Meine Damen und Herren, wenn Sie Frau Piatti etwas fragen oder einen Beitrag bringen möchten, schreiben Sie entweder gerne die Frage einfach in den Chat, dann lese ich sie vor, oder Ihren Namen bitte, dann würden wir versuchen, die Sperre für den Ton aufzuheben, damit Sie die Frage selbst stellen können. Ich lese, vielen Dank für die spannende Wanderung durch literarische Landschaften, Christian Pauli, also ein Lob, dem ich mich nur anschließen kann. Vielen Dank.